Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart Wii. Heute ist nicht der letzte Part, denn ihr meintet, ihr wollt unbedingt noch den Spiegelmodus sehen. Dann machen wir den in den nächsten Parts auch noch. Heute kommt noch der Battle-Modus dran. Und dann halt ab dem nächsten Part der Spiegelmodus. Hier seht ihr, ich habe den schon freigeschaltet. Ich habe heute Mario Kart Wii gesuchtet, wirklich gesuchtet. Ich habe jetzt in jedem 150 Hubraum Cup, den Goldpokal gehört, geholt. Und zwar sehr erfolgreich. Also ich bin jetzt wieder im Spiel so wirklich drin. Das werdet ihr dann ab dem nächsten Part hoffentlich dann sehen. Und ich habe auch ein bisschen was anderes noch freigeschaltet. Gehen wir erstmal in den Wettkampf hinein. Da werden wir dann bei der Münzenjagd sehen, neue Charaktere. Einerseits habe ich Rosalina freigeschaltet und Daisy habe ich freigeschaltet. Wir spielen heute mit Rosalina. Des Weiteren habe ich auch neue Karts und neue Bikes freigeschaltet. Allerdings sehen wir die halt jetzt hier nicht, weil nur die Standard-Bikes bzw. Karts verfügbar sind. Fangen wir mal mit dem Maxi-Kart an. Bestimmt müssen wir nochmal zwischendurch, oder bestimmt können wir nochmal zwischendurch wechseln. Wir fangen mit meiner Lieblingsarena ever an. Funky Stadium. Und ich finde die Arena so mega geil. Ich freue mich nach so vielen Jahren, die mal wieder fahren zu können. Einerseits eine riesige Fläche, wo man sich bekriegen kann. Und andererseits, die sieht doch an sich schon so mega geil aus. Oh geil, bei Rosalina ist ja ein Luma mit dabei. Das wusste ich gar nicht. Ja, nice. Rosalina natürlich gerade frisch im Kommen, so wie sehen, weil Rosalina durch Super Mario Galaxy. Gut, unsere Aufgabe ist es nun, Münzen zu sammeln für unser Team. Und ich kann euch gleich verraten, hier gibt es sehr, sehr viele Münzen. Da müssen wir am Anfang ordentlich zuschnappen. Da habt ihr gerade gesehen, wie viele Münzen da waren. 9 Stück. Bis zu 9 Stück. Und wir haben jetzt so alle gleich mal bekommen insgesamt. Hier krachen noch welche mit runter, aber ich möchte da hinten noch hin. Kurz mal ein Abwehr-Item für hinten dran. Sehr schön. Bevor die Münzen da auch noch geklaut werden. Da fährt gerade ein Rot. Da fuhr gerade Peach lang, aber sie ist in unserem Team, daher ist das in Ordnung. Aber dennoch haben wir insgesamt relativ wenig Münzen vom Team her. Ja, jetzt inzwischen 10 mehr. Ja, jetzt nicht mehr ganz so. Hier sind ein paar Münzen, die will ich gleich mal einsacken. Und hier gibt es halt so viele Möglichkeiten, wo man Münzen finden kann. Hier zum Beispiel hier an der Seite. Da oben gibt es halt auch immer öfters mal Münzen. Ich sehe auf der Karte, dass hier links zum Beispiel noch eine ist. Solche Stationen gibt es an jeder Ecke. So, hier mal schön, zack. Allerdings hat uns das ein paar Münzen gekostet, einige Münzen sogar. Ich sehe, in der Mitte sind sehr, sehr viele Münzen. Da fahren wir doch mal hier an der Ecke mal hoch. Geht das hier? Kann ich hier hochfahren? Ja. Und dann hier somit die Münzen holen. Ja gut. Mehr sind hier auch nicht. Egal. 24 Münzen haben wir jetzt so. Ich bräuchte mal ein Abwehr-Item, weil ich bin natürlich jetzt hier das größte Ziel der Gegner. Mit meinen 24 Münzen. Und ich möchte natürlich noch mehr sammeln, damit wir hier gute Chancen auf den Sieg haben. Gerade bei dieser Arena will ich den Sieg haben. Unbedingt. Wie ich schon gesagt habe, ich liebe sie über alles. Da haben sich wohl zwei gegenseitig irgendwie getroffen. Ja, ich nehme die Münzen mit. 29. Wow. Das heißt, meine anderen Teammitglieder haben insgesamt nur 9 Münzen mal wieder. Die sind mal wieder komplett schlecht, aber gut, wir kennen es halt nicht von denen. Nicht anders aus dem letzten Part. Da haben wir ja auch schon so festgestellt, ja, dass die anderen nichts nutzen sind. Oh nein, jetzt kommt ein Stachypanzer an. Da kann ich natürlich nichts gegen machen. 15 Münzen verlieren, dass der Stachypanzer hier überhaupt aktiv ist. Ist natürlich ein sehr beliebter Spot jetzt hier. Aber ich habe einen größten Teil meiner Münzen wieder zurückbekommen. Ja, beim Stachypanzer kann man halt einfach nichts machen. Okay, ein paar Sekunden noch. Ich versuche noch ein Abwehr-Item zu bekommen. Krieg aber so einen Scheiß. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben es geschafft und haben den Sieg herausgeholt. Wow. Yes. Okay. Ah, da sieht man, wie schlecht unser Team mal wieder war. Baby Mario, wie kann man 0 bekommen? Aber gut, vom Gegnerteam haben 2 ja auch 0. Und Toad hat da sehr, sehr viel rausgerissen. Und Daisy auch. Okay, gut. Nun geht es
auf einer weiteren Retro-Strecke oder bei einer Retro-Arena weiter. Und zwar der, nee, Wolkenkratz hatten wir schon im letzten Part, Keksland, eine Arena, die mir überhaupt nicht gefällt. Die mochte ich generell nicht so, weil die sehr, sehr klein ist. Und, so generell, ist nicht so meins. Natürlich gibt es hier dann jetzt auch eine Menge Münzen, die wir gleich mal einsammeln wollen. Superstart ist ja so wichtig, um diese drei hier gleich mal zu bekommen. Dann können wir doch gleich mal hier so einen Rundkurs hier machen. Aber hier am Anfang wurden gleich alle Münzen rausgenommen. Ist aber nicht so schlimm, wir fahren einfach mal hier so ein bisschen weiter lang. Ich glaube aber hier in der Mitte ist mir ein bisschen zu gefährlich. Driften wir mal hier ein bisschen außen hier entlang. Ich drifte einfach und drifte, was das Zeug hält. Mal ein bisschen Maxi-Pilz hier mal einsetzen. Zack, tschüss. Noch ein Abwehr-Item, sehr schön. Und einfach mal weiter driften. Gut, mit der Box konnte ich nichts machen. Und ja, gut, da wollte ich jetzt auch getroffen. Aber unser Team hat ordentlich schon Münzen gesammelt. Wow! Aber es kann sich natürlich noch ändern. Es sind noch eine Minute Zeit. Da habe ich gerade Baby Mario geschützt. Da habe ich die Box zerstört. Das ist jetzt hier keine Glanzleistung von mir. Ich höre schon einen Stachelpanzer. Das war Luigi, wurde getroffen. Der war wohl auf dem ersten Platz. Ist ja auch mal gut. So, Yoshi, du hier mal. Zack. Und Daisy. Nein, ich habe selber die rote. Hauen. Na egal. Noch sieht es gut aus. Ah ne, das war ja einer von uns. Warum hat sich jetzt der Stern automatisch aktiviert? Das wollte ich gar nicht. Hier, Bowser, tschüss. Ey, wir haben jetzt keine Münze, also... Ja, hier läuft es auch nicht so gut und generell haben die Gegner jetzt ordentlich zugelegt. Gut, wir sollten uns mal aufs Münzen sammeln, doch mal konzentrieren so ein bisschen. Hier mal und generell die Gegner mal ausschalten. Hier zum Beispiel Daisy. Daisy, Daisy. Was? Ich habe die falsche Taste gerade gedrückt. Aber ich habe trotzdem jemanden getroffen. Sehr schön. So, zack. Mal abgewehrt. Ich habe trotzdem nur drei Münzen. Komm, da kann ich mal ein paar bekommen. Hier, eins und zwei. Da nochmal eine Münze. In der Mitte geht halt sehr, sehr viel ab. Oh ja, oh ja, oh ja. Fahren wir hier mal ein bisschen durch. Es war risikoreich, weil... hier halt komplett der Punk abgeht. Aber ich habe jetzt 12 Münzen. Gut, die muss ich behalten. Die muss ich unbedingt behalten. Man verliert halt die Hälfte, wenn man getroffen wird. Das ist halt auch nochmal problematisch. Ja, drei Bananen sind schon besser, die mir gerade alle geklaut wurden von der Grünen. Okay. Bis jetzt sieht es gut aus, wir müssen noch 14 Sekunden durchhalten. Da verlieren, haben wir jetzt sehr, sehr viel verloren. Scheiße, 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 scheiße. Ah, ich wurde jetzt komplett ausgenockt. Die letzten Sekunden. Alles für den Arsch. Mann, dieser scheiß Powerblock. Obwohl ich eigentlich geschüttet habe. Das kommt ja noch dazu. Okay, es steht nun 1 gegen 1. Mal sehen, wie es weitergeht. Auf einer neuen Wii-Strecke. Oder Mii-Arena. Es sind ja keine Strecken. Das Kettenhund-Roulette. Oh ja, freue ich mich auch schon drauf. Auch eine sehr, sehr schöne Arena. Auch wieder sehr speziell. Generell, die Arenen von Mario Kart Wii sind allesamt speziell. Aber speziell geil. So ihr sehen. Daher freue ich mich natürlich hier auch drauf. Es gibt nur bestimmte Stellen, wo man Items bekommt. Obwohl, nee, auch hier in der Mitte kann man Items bekommen. Ist an sich ein riesengroßes Roulette-Rad. Eigentlich ist es dumm, in die Richtung zu fahren, aber ich möchte trotzdem mal den Münzen hier bekommen. Ach du Arsch! Gut, fahren wir mal hier in die Richtung. Achtung, da kommt ein Kettenhund ab und zu mal vorbei. So, hier erstmal hier so ein bisschen rumfahren. Ich brauche ein Item. Ja, die Münze kann ich dann noch mitnehmen. Ja, sehr schön. Ach, das war ein Pilz. Ich habe gar nicht geschaut, was ich für ein Item habe. Ich dachte, irgendwas zum Ablocken. Komm, ich brauche ein Item. Falls eine Rote oder so kommt. So, jetzt sieht es schon viel besser aus. Gegner führen momentan wieder Powerblock. Dieses Mal habe ich es
geschafft, aber allerdings kam währenddessen ein roter Panzer. Kann ich hier die Münzen mal einsacken? Ja, unser Luma ist ja auch auf unserer Seite hier, der mich hier so ein bisschen moralisch und seelisch unterstützt. Das macht er ganz gut so. Zack und zack, wieder ein paar Items. 12 Münzen haben wir momentan. Uiuiui, da war der Kettenhund. Boah, da sind sehr, sehr viele Münzen. Da muss ich doch mal ein paar. Ich krieg eine. Gut, man kann hier auch übrigens hier zum Durchfahren. Auch ganz schön. Ja, geil. Gibt so einen kleinen Boost. Okay. Vielleicht ist das auch mal eine gute Idee, hier öfters mal hier so durchzufahren. Aber man darf natürlich nicht gegen den Kettenhund krachen. Donkey Kong, ist das dein Ernst? Aber nur 3 Münzen verloren? Ist das hier unterschiedlich, wie viele Münzen man verliert? Vielleicht für Bananen nur 3 Münzen so? Für härteres Zeug halt ein bisschen mehr? Das wäre an sich geil. Finde ich generell, dass das hier, die Münzenjagd hier so mehr Spaß macht als in den heutigen Mario Karts. Also Mario Kart 8 halt. Also den besten Battle-Modus finde ich immer noch, hat natürlich Mario Kart DS, aber liegt auch an meiner Nostalgie, so ihr seht, dass ich da viel Nostalgie empfinde. Aber so von Mario Kart Wii ist auch nicht schlecht. Natürlich, Mario Kart 8 hat 5 verschiedene Spielmodi, aber mir reichen an sich sogar diese 2 hier aus, solange die Arenen stimmen. Warte. Ja, nein! Wisst ihr was? Ich habe vorhin... Och nee, och, jetzt bin ich komplett ausgenockt. Ich habe vorhin ja den Spielmodus freigeschaltet. Einige Cups nochmal neu gemacht. Da ich ja auf jeden Cup einen Goldpokal brauchte. Und da kam auch ein Stachypanzer und ich hatte einen Pilz. Ich hab's ernsthaft geschafft, das erste Mal in meinem Leben den Stachypanzer auszuweichen mit einem Pilz. Das erste Mal. Ich hatte es leider nicht auf Aufnahme, weil ich das nicht aufgenommen habe. Und leider haben wir verloren. Und verdient mal wieder, weil ich habe mal wieder den ganzen Scheiß hier gemacht. Und ihr seht, hier gibt es eine, die immer 0 Punkte haben. Das ist doch nicht euer Ernst. Baby Mario hat in den 3 Runden nur 2 Münzen bekommen. Oh, naja. Aber es geht natürlich jetzt hier noch weiter. Wir sehen erstmal hier die Niederlage. Ich hoffe mal, die nächste Runde wird ein Win. Das wäre schon ganz geil. Dieses Mal mit Bike am Start und nun geht es hier in der Finstervilla vom Nintendo DS weiter. Ja, eine DS Arena, eine sehr, sehr schöne, die ich auch auf dem DS gefeiert habe, aber es gibt trotzdem auf dem DS noch geilere Arenen. Zum Beispiel hier das mit den Röhren oder das mit dem Strand, aber dennoch ist diese hier nicht schlecht. Und ja, ich muss mich auch erstmal an die Steuerung dran gewöhnen hier, weil bei Bikes habe ich jetzt eigentlich mir angewöhnt, wirklich Scharfdriften zu fahren. Gerade vorhin bei den Cups, ich bin nur Scharfdriften gefahren und das war meiner Meinung nach sehr, sehr gut. So, ich bin blau. Also muss ich die roten abschießen. Gut zu wissen. So, hier ist es. Sind hier verschiedene Räume, bedeutet, hier die ganzen Münzen zu holen, ist dann dementsprechend aufwendiger. Okay, Baby Peach holt sich gerade die hier. Ich hole mir mal die 2. Fahren wir mal ein bisschen außen lang. Okay, eigentlich haben die Roten mich hier geschützt. Aber ich sehe auch schon auf der Karte, dass sonst sich hier nichts weiter ist außen. Achtung, Stern. So, gut. Da hinten ist Bowser. Ich bräuchte nur mal ein neues Item. Okay. Hier mal auf dich hier drauf. Ah, gut, dass ich hier noch einen Panzer hatte. Sonst wäre ich jetzt getroffen worden. Gut, Fake Box packen wir da mal hin. Und da Baby Peach hat sehr, sehr viel. Das war sehr, sehr wichtig. Das war jetzt so richtig wichtig, Baby Peach da. Oder Baby Daisy, oder was das war. Eine reinzuwirken. Ja, wir haben halt trotzdem insgesamt weniger Münzen, weil die Teammates mal wieder komplett schlecht sind. Und dieser Powerblock hat halt jetzt auch nochmal ein bisschen was gemacht. Ich versuche hier noch jede Münze mitzunehmen. Ob das so ganz klappt, kann ich natürlich nicht sagen. Hier ist noch eine Münze, da noch eine Münze, hier noch eine Münze. Kurz mal rückwärts fahren. Oh, Baby Peach nochmal getroffen. Mit Glück.
War gar nicht geplant, aber nehme ich gerne. Baby Peach scheint wohl die beste aus dem Gegnerteam zu sein. So, das war mein Item. Krieg aber eine Fake Box, nicht schön. So, schon besser. Noch ein weiteres Item sicherheitshalber. Da ist eine Münze, die habe ich gesehen. War ich mal kurz gegen die Wand ruhig, ist mir egal. Gut, weiter geht es. Wir liegen momentan vorne, das heißt noch lange nichts, wir wissen es. Gehen wir kurz lang vor und da war noch eine Münze. Ich habe 23 momentan, 8 Rally. Wow, aber das war eben ein Panzer von uns. Es sind auf der Karte kaum Münzen eingezeichnet, wow. Okay, gut, fährt rein, aber der hatte eh keine Münzen. Also hat das so an sich auch nichts gebracht, ist aber nicht so schlimm. Wir holen uns noch diese Münze. Dann sind noch 8 Sekunden, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geil! Gewonnen! Und das hohe Haus hoch! Wow! Aber Yoshi und Donkey Kong, die haben trotzdem nichts gerissen. Aber das Gegnerteam war sogar noch schlimmer dieses Mal. Ausnahmsweise. Nächster Wettkampf. Wir haben noch die eine Retro-Arena zum... Nee, nicht Retro, sondern neue. Die Steinwüste gibt es nämlich noch. Ah ja, genau. Stimmt, die gab es ja auch noch. Letzte Arena. Ich hoffe, wir gewinnen hier. Dann haben wir einen richtigen Sieg ohne... Also ein 2:0. Dann brauche ich jetzt auf Skin auch keine Runde mehr fahren. Und wie gesagt, im nächsten Part geht's dann... mit dem Spielmodus weiter. Weil da war ja sowieso die Resonanz eindeutig, dass ihr den Spielmodus sehen wollt. So manche wollen mich auf jeden Fall leiden sehen, kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber ich habe geübt, Leute. Ich habe geübt. Bedeutet, so leicht tut man mich jetzt nicht mehr leiden sehen. Hoffe ich zumindest. Und dann kommen wieder 3 Stachelpanzer. Wie vorhin. Vorhin hatte ich auch wieder so eine... Das war so die Runde, wo ich dem Stachelpanzer mit dem Pilz ausgewichen bin. Da hatte ich, glaube insgesamt... Hey... 3 Stachelpanzer oder so, 4, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und einer davon bin ich ausgewichen. Ja, es war so geil. Ich dachte in dem Moment, ja geil, dann habe ich das nicht aufgenommen. Weil ich halt nicht damit gerechnet, dass da irgendwie ein spannender Moment kommt. Aber ja. Und das war jetzt mehr als unnötig, dass ich hier fahre. So, ihr habt ja schon gesehen, wie hier das Konzept ist. In der Mitte ist ein Steinblock, der ab und zu mal runter geht und dann kann man ein paar Stunts ausführen und hier mal rankommen. Wenn der Steinblock nicht dort unten ist, ist es da sehr, sehr gefährlich. Man kann da reinfallen und das ist, glaubt mir, das ist nicht schön. Das ist so, als würdet ihr getroffen werden. Also bedeutet, ihr verliert dann Münzen. Das wollen wir ja nicht. Ey, das ist meins, Toad. Er ist zwar in meinem Team, aber trotzdem meine Münze. Die Teammates gehen da ein bisschen zu unvorsichtig mit um. Die haben kein Händchen fürs Geld. Leider. Aber Rosalina schon, sie ist halt auch die Herrin der Sterne. Der Lomas. Sie muss halt mit Geld umgehen können. Im Gegensatz zu Peach zum Beispiel, hat sie ja auch was drauf. Peach lässt sich ja nur entführen. Na gut, das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Kann ich aber nicht ändern. Ey, das war jetzt Pech. Hier weg. Noch 3 Münzen. Shit. Wir haben zwar immer noch mehr, aber immer noch. Ey, ich habe die Münzen nicht bekommen. Oh oh, oh oh. Wir sind blau, richtig? Yoshi, du machst einen super Job, wie ich sehe. Das finde ich gut so. Komm hier, Sniper. Ja. Boah, wow, jetzt werden wir alle davon gedrängt, aber ich werde nochmal getroffen, na toll. Wir liegen immer noch vorne, das kann bitte so bleiben. Aber wenn ich jetzt hier nicht der Beste bin, gerade. Warum, er hat doch, ich habe ihn doch getroffen, warum hat er, warum wurden mir Münzen abgezogen? Das verstehe ich jetzt alles nicht. Komm, jede Münze zählt jetzt. Komm, diese 3 Münzen brauchen wir. Ja, sehr schön. Und hier noch eine Münze? Nein! Schade, eine Münze hat gefehlt. Ah. Ja, Mario, der hatte insgesamt nur eine Münze, ey.
So einmal Funky Stadion gespielt und dann kommt auch wieder ein Sieg rein. Somit haben wir auch in diesem Part eine Niederlage insgesamt und einen Sieg. Passt doch. Gut, das war nun der Battle-Modus. Wir haben im letzten Part die Ballon-Bayerei gezockt und in diesem Part die Münzjagd. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part zum Spielmodus dann wieder. 8 weitere Parts folgen dann noch. Ja, euch noch viel Spaß. Bye, bye.